Hallo, da bin ich mal wieder für euch. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ja, wir haben längere Zeit nichts voneinander gehört. Wie ihr mitbekommen habt, da haben wir, glaube ich, das letzte Mal im Oktober den Podcast zwischen den Runden gemacht. Haben wir in der Zwischenzeit, da sehen wir auf, seitdem wir die Pause eingelegt haben, auch immer wieder Fragen bekommen. Wie geht es denn jetzt weiter? Macht jetzt mal wieder was und so. Und ja, was soll ich sagen? In der Form, wie es jetzt die letzten anderthalb Jahre lang gelaufen ist, von März 18 bis Oktober 19, in der Form wird es erstmal nicht so weitergehen. Das liegt nicht daran, dass Nils und ich uns überworfen haben. Es hat einfach Zeitgründe. Nils ist, wie das manchmal hat das vielleicht mitbekommen, seit letzten Monat Vizepräsident bei der TuS Koblenz, dem Fußballverein, also bei sich da in der Stadt. Also hat neben seiner selbstständigen Tätigkeit, neben Ringsprechertätigkeit etc., ist jetzt noch was oben drauf gekommen. Das heißt, es ist einfach nicht mehr möglich, zeitlich für ihn jeden Monat da was zu beizutragen. Deswegen ist es leider so, und da will ich jetzt nicht groß um heißen Brei rumhin, dass es in dieser Konstellation nicht weitergehen wird. Bedeutet das, dass der Podcast an sich gestorben ist? Nein. Die Sache ist, ich habe da immer noch Bock drauf, ich würde das gerne machen. Die Sache ist allerdings, ich möchte das auch zu zweit möglichst machen oder wie auch immer. Vielleicht auch mal mit noch jemanden dazu. Das heißt, ich bräuchte da vielleicht einen neuen Partner in Crime, der das mit mir macht. Das wäre gut. Wenn es nicht so kommen sollte, dann vielleicht mit wechselnden Leuten, also mal der als zu Gast. Das würde dann auch gleich wiederum aber bedeuten, dass der Podcast nicht mehr in der regelmäßigen Form rauskommen könnte, wie das die anderthalb Jahre gelaufen ist, sondern vielleicht alle zwei Wochen oder je nachdem. Das erstmal dazu. Wie ihr seht, ist ein bisschen professioneller sieht das jetzt aus. Steht aber noch am Anfang. Also ich baue hier gerade und rüste hier gerade auf, was so ein bisschen auch Video-Equipment und so weiter angeht. Ich möchte das fortführen, was ich zum Teil auch ein bisschen schon gemacht habe im letzten Jahr. Ich möchte Videobeiträge mehr auf dem Kanal hochladen. Ja, das heißt so ein, zwei Videos die Woche zu aktuellen Themen im Boxsport. Das sind dann, es ist egal, ob es jetzt international oder national ist. Also immer wieder regelmäßige Videos, wenn auch, damit man auch mal spontaner reagieren kann auf etwas, wenn irgendwie am Mittwoch was passiert, dann muss ich nicht erst Montag irgendwie auf den Podcast warten, um das zu besprechen, sondern ich möchte regelmäßig Videobeiträge machen und dementsprechend regelmäßig Content liefern. Das ist jetzt der Plan. Ja, es tut mir leid, dass es jetzt so ausgegangen ist mit dem Podcast. Ich denke, es hat gut funktioniert und ich glaube, den unseren Zuhörern, unseren Followern hat das, glaube ich, gut gefallen. Aber es ist so, wie es ist. Ja. Ja, genau. Deswegen hoffe ich, dass jetzt der Podcast neu anläuft. Vielleicht dann mit neuem. Ich finde es halt wichtig, dass dann halt nicht nur eine Person ist. Wenn ich jetzt alleine im Podcast sitze und mich da selbst bespaße, das ist ja nicht wirklich so unterhaltsam. Ich glaube, so ein Podcast lebt ja auch von der Chemie zwischen Personen und ein bisschen, dass man da auch mal konträre Meinungen hat, die man gegenüberstellt. Also, ja. An dieser Stelle möchte ich aber dann natürlich, auch wenn wir schon ich ihm telefonisch mit ihm ja schon mich ausgetauscht habe, aber ich möchte natürlich Nils nochmal recht herzlich danken. Auch dass er war ja der mich damals angesprochen hat auf dem Podcast und das Projekt initiiert hat. Ich möchte ihm danken, dass das Ganze gestartet ist, weil ich das eine gute Sache finde und ja, hoffe, dass es jetzt weitergeht und wer weiß, vielleicht hört man ihn in Zukunft ja mal als Gast, aber so ist es jetzt erstmal, wie es ist und
wir, also ich erstmal alleine gehe jetzt ins neue Jahr, ins neue Jahrzehnt. Viel steht an, denke ich, in diesem Jahr. Wir haben ja jetzt die Pressekonferenz gesehen zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury. Da gibt es ja am 22. Februar einen großen Kampf. Also es wird wieder heiß und ich glaube, da lohnt es sich, drüber zu sprechen. Okay, das war es erstmal von meiner Stelle und wir hören und sehen uns dann sehr bald schon wieder. Ciao.